kann ich mein Judo nicht vorausplanen. Ein verkehrter Schritt und man kann kontert werden und dann nützt die Schwäche sofort aus. Und man versucht eigentlich mit dem geringsten Aufwand die größtmögliche Leistung und, zu erzielen. Und damit braucht man nicht nur viel Kraft, sondern es ist wirklich eine Kombination aus vielen Sachen, die einen guten Kämpfer ausmachen. Und meine Stärken sind vor allem, dass ich eine sehr gute Kondition habe und auch mental sehr stark bin. Dass ich auch, wenn ich mal in einem Kampf hinterher bin, dann doch bis zum letzten Sekunde durchkämpfen und dann zum Teil auch den Kampf für mich entscheiden kann. Als ich im 2013 Europameisterin wurde, finde ich das sicher eines meiner tollsten Erlebnisse, die ich je hatte. Als ich gehört habe, dass ich nominiert wurde für den Sporthilfe-Nachwuchspreis, habe ich mich natürlich riesig gefreut. Es ist für mich auch eine Ehre, mit Judo hier nominiert zu sein. Es ist schön, weil es auch ein Gefühl von der Würdigung gibt für all die Stunden, die man da täglich auf der Matte ist, für all den Schweiß und alles, was man investiert. Und es ist einfach ein super Gefühl.